Natürlich fangen wir an mit der Ehrung für den SCM-Torschützenkönig nach 33 Spieltagen. Einer kommt ja noch. Und das ist natürlich ganz knapp heute noch mal geworden bei den Toren von Kiel Landsberg heute. Das war unglaublich. Der war noch mal ganz nah dran, sich die Kanone zu holen. Aber wir ehren nach 230 Toren, nach 33 Spieltagen, der Torschützenkönig in den Farben Grün-Rot, Robert Weber. Der sportliche Leiter Steffen Stiebler kommt zu mir. Steffen, komm her. Hier ist Robert, hierher in die Mitte, Leute. Kommt einfach hierher. Also Leute, 33 Spieltage, 230 Tore durch. Robert! 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 Wir sagen keinem, dass du es schon kaputt gemacht hast, Robert. Und jetzt wird es natürlich ganz, ganz hart, denn jetzt gilt es, Tschüss zu sagen. Und ich brauche nicht zu erwähnen, dass jeder, der jetzt auf die Platte kommt, einen Teil dazu beigetragen hat, diese Saison gemeinschaftlich mit den Fans und der sportlichen Leitung, die jetzt in Form vom Präsidenten, vom sportlichen Leiter und auch vom Manager neben mir stehen. Hallo Dirk, hallo Stabbel und hallo Marc. Deshalb riesengroßen Applaus. Er kam im Dezember. Er ist ein Mann, man weiß gar nicht, wie er es kriegt, so gute Laune ins Team zu kriegen, obwohl er selber sehr angespannt und ernst und zurückhaltend manchmal guckt. Vielen, vielen Dank für diesen Job, Uwe, Uwe, Uwe! Zirk, wo er hingehört, er trainiert zur Fuhr, nicht nur Eizus. Man lässt vieles hier, Freund, ich danke dir für den Kuss, den letzten Gruß. Andreas, diese Stimmung spricht für dich. Okay, lass mal nochmal. Herr Jung Andreas, und ich weiß, Sie mögen es eigentlich überhaupt nicht, was gerade passiert. Sie im Mittelpunkt und dann auch noch alle Fragen und alle Augen auf Sie gerichtet. Ich weiß von unserer ersten Begegnung, wir trafen uns in der Geschäftsstelle und Sie haben gesagt, oh, beim ersten Heimspiel mach es nicht so groß. Das war so sympathisch und, und genau so haben wir Sie auch immer erlebt. Ein Geheimnis, die Mannschaft hat so davon gesprochen, auf einmal war gute Laune da, auf einmal hatte man Spaß am Spiel. Was haben Sie gemacht? Weil das kann, glaube ich, jeder von uns in vielen Lebenssituationen mal gebrauchen. So ein Geheimnis, wenn es ganz schwer ist, auf einmal alles wieder locker zu empfinden. Ja, ich freue mich natürlich. Ich freue mich natürlich, dass wir in der Rückrunde schon sehr, sehr ordentlichen Handball spielen konnten.
Was haben wir gemacht? Wir haben vielleicht im Training ein paar Dinge geändert, aber vor allen Dingen haben wir sehr, sehr viel geredet mit den Jungs. Und ich habe immer wieder gesagt, was sie für tolle Handballer sind, was sie für einen tollen Job haben, was hier für ein tolles Publikum ist, ein toller Verein. Und da muss es einfach Spaß machen, Handball zu spielen. Und Erfolg bringt immer dann, wenn man Spaß seine Arbeit macht. Nun kann ich sagen, weil ich der privilegierte Mann mit dem Mikrofon hier unten bin, im Namen aller, die hier in der Halle sind und die Handballfans des SC Magdeburg, Sie sind ein ganz toller Trainer, Herr Jung-Andreas. Und das ist Ihr Applaus! Der nächste Abschied. Er ist gekommen und ich habe viele, viele Frauen gehört, die sofort sich danach erkundigt haben. Wie ist dieser Mann? Was hat er gesagt? Wo wohnt denn der überhaupt? Und sieht er in echt genauso gut aus wie auf den Fotos? Er ist chilenischer Nationalspieler. Er ist in Barcelona spanischer Meister geworden, Champions League-Sieger, kam dann hierher nach Magdeburg, hat am Kreis immer sehr, sehr intensiv gewirkt. Und deshalb jetzt einen riesengroßen Applaus und ein Magdeburger Dankeschön an Marco! Brillar, tengo ganas de cantar, porque Dios me dio un día más para vivir. En el norte y en el sur se preparan todos ya, la alegría crece más para cantar. Gracias, mil gracias, gracias por la vida. Gracias, mil gracias, gracias por tu amor. Gracias, mil gracias, gracias por la vida. Gracias, mil gracias, gracias por tu amor. Fuerte suenan los tambores ya. Okay, Marco Neto, er hat darum gebeten, gerade kein großes Interview zu machen, weil es mit dem Englisch und dem Hin und Her und dem Deutsch nicht so gut ist. Aber er hat gesagt, ein paar deutsche Worte kann er. Und ihr als Magdeburger Handballfans habt nach so einem Applaus verdient, dass er sie sagt. Marco, deine Worte an die Magdeburger Handballfans. Okay, so, Entschuldigung, ich kann spreche nicht Deutsch, aber ich kann Sprech, vielen Dank, Susanne. Kommen wir zu einem Mann, der zu uns gekommen ist als Nationalspieler. Große Hoffnungen lasteten auf ihm. Er hat sie all ein ums andere Mal erfüllt. Er wird sich immer und immer an Magdeburg erinnern, weil ihm hier seine Tochter geboren ist. Und er hat damals, als klar wurde und er auch ganz sauber kommuniziert hat, dass er gehen möchte, betont, er geht nicht wegen den Magdeburgern, er geht nicht wegen dieser Stadt, er geht nicht wegen dieses grandiosen Vereins, sondern einzig und allein wegen seiner Familie. Deshalb einen riesengroßen Applaus jetzt für die Rückraumkanone Stefan! Dogs they quack and fish go blub and the seal goes ow ow ow, but there's one sound that no one knows.
pointy nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Stefan, erstmal auch im Namen aller, die hier sind, ein riesen Respekt für diese Entscheidung. Du musst deine Familie sehr lieben. Wie kann man sonst zu den Rhein-Neckar-Löwen gehen? Was wirst du deinen neuen Trainingskameraden über diese Halle, über dieses Publikum, über diese Mannschaft und über diesen Verein erzählen? Ja, gut. Ich habe es immer mitbekommen, als ich hier Gegner war, und da empfinde ich das nochmal ganz anders. Und ja, es ist einfach ein überragendes Gefühl, wenn man hier in der Halle spielen darf mit diesen Fans. Also das gibt es, glaube ich, kein anderes Wo auf der Welt. Stefan, nicht mehr lange, dann wird in dieser Halle vielleicht das entscheidende Spiel, welches wichtig ist für den deutschen Handball, sein. Du wirst dabei sein mit der Nationalmannschaft. Es wäre schön, wenn ihr das Ding reißt. Und das ist die Energie, die du jetzt von den Magdeburgern noch mal extra mitkriegst. Doxelquark and Fischko Blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? What the fox say? Kommen wir zu einem ganz jungen Mann, der uns auch viel Freude gemacht hat. Er ist von Hannover gekommen, hat bei den Youngsters gespielt, relativ schnell in der ersten Mannschaft und ist auf jeden Fall oft eine Bank gewesen, wenn es darauf angekommen ist. Wir sagen Danke und sportfrei zu Tim! Willst du noch mal ganz genau gucken? Sieht gut aus. Kannst du dich an das Spiel erinnern? Kann man das, wenn man so ein Bild sieht? Nee, muss aber anhand der Schuhe schon etwas her sein. Also nicht von dieser Saison auf jeden Fall. Du siehst genauso fit aus wie damals, Tim. Willst du dein Fitnessgeheimnis verraten den Magdeburgern? Freuen die sich? Ich mein Fitnessgeheimnis? Da gibt es eigentlich kein Geheimnis. Ich denke, ich habe so wie das gleiche Training wie jeder andere auch. Ja, bei manchen schlägt es vielleicht etwas mehr an, bei manchen nicht so. Also eigentlich ein Geheimnis gibt es aber nicht. Ist das herrlich? Der trockene Humor von Tim Hornke heute bei der großen Verabschiedung. Was wird dir fehlen, wenn du nach Lemgo gehst? Oh ja, wir würden ein ganz toller Verein fehlen mit super Fans, die uns oder mich auch in den 4 Jahren immer super unterstützt haben. Ja, eine Stadt, in der ich mich 4 Jahre sehr wohl gefühlt habe. Das ist ein bisschen noch zu meiner zweiten Heimat geworden ist inzwischen. Ja, und auf jeden Fall eine Menge gute Erinnerungen. Und Tim, jedes Mal, wenn du mit Lemgo wieder hierher kommen wirst, dann wird es so klingen, wenn wir sagen, Tim Hornke. Ja,
kommen wir zu einem Mann, der sich wirklich als ein unglaublicher Sportsmann erwiesen hat. Lange ist er verletzt gewesen, ist trotzdem immer nah bei der Mannschaft gewesen. Er hat sich immer sehr, sehr dafür eingesetzt, dass möglichst laute Musik bei der Erwerbung gespielt wird. Nur weil sie mal wissen wollten, wer uns immer ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Er ist eine absolute Mauer in der Abwehr gewesen. Heute hat er fast noch die Torjägerkanone geholt und hier ist er. Kjell Landsberg. Ach, das ist ja gar nicht Kjell. Was wir jetzt nicht wagen, können wir morgen eh begraben. Oder kannst du mir sagen, worauf wir noch warten? Denn der Anfang ist gemacht. Seit wir zum ersten Mal daran gedacht haben und die Segel sind gesetzt. Steig halt ein, denn Abfahrt ist jetzt zum Sommer unseres Lebens. Oh yeah. Komm, lass uns einfach gehen. Wir werden ein Leben davon zählen. Dies wird der Sommer unseres Lebens. Oh yeah. Wir müssen ihn uns einfach nehmen. Es ist gar nicht so schwer. Solche Chancen gibt es selten. Sag mir wann, wenn ich sofort. Wirklich glaub mir, wir sind Helden. Bitte gib mir nur ein Wort. All die Sorgen werden zu Schwächen. Wir uns Regen und letzte Reihen. Und morgen wird gestern schon vorgestern sein. Offensichtlich sind wir am Zug. Wir sind jung und doch alt genug. Wir werden reich sein, wenn wir nur wollen. Wir haben Zeit und am Himmel ist Gold. Dies wird der Sommer unseres Lebens. Oh yeah. Komm, lass uns einfach gehen. Wir werden ein Leben davon zählen. Dies wird so ist es soweit. Ich bin ein bisschen abgelenkt worden, weil so ein kleiner Mann mich abgelenkt hat. Deshalb hast du nicht das bekommen, was auch du hier verdienst. Du hast, also wenn irgendwann in letzter Zeit in Magdeburg einer in der Tradition von unserem guten alten Steffen Stiebler in der Abwehr gespielt hat, dann ist das gewesen Kjell! Kjell! Spricht für sich. Du bist so ein toller Sportsmann gewesen, immer nah ran an der Mannschaft, egal wie verletzt du auch gerade warst oder wie es gelaufen ist. Du hast dich für alle immer reingehauen. Und das, was, glaube ich, alle am meisten interessiert, wo kann man denn Eintrittskarten kaufen und dich demnächst spielen sehen? Er nimmt mir wieder das Mikro weg, aber mach ruhig, ein letztes Mal. Ja, so wie es aussieht, ich bin hierher gekommen, habe gesagt, ich werde wohl meine Karriere in Magdeburg beenden. Und ja, so sieht es auch aus im Moment. Ich werde mir einen Traum erfüllen und mit meiner Frau auf eine lange Reise gehen. Und ja, Dankeschön. Also wenn du jetzt gerade verkündet hast, dass du deine Karriere in diesem Moment beendest, beziehungsweise dann in Minden, dann geh noch mal auf eine Ehrenrunde. Kjell Landsberg aus seiner Ehrenrunde vor dem Magdeburger Publikum. Was wir jetzt nicht wagen, können wir morgen eh begraben. Oder kannst du mir sagen, worauf wir noch warten? Denn der Anfang ist gemacht, seit wir zum ersten Mal daran gedacht haben und die Segel sind gesetzt. Steig halt ein, denn Abfahrt ist jetzt zum Sommer unseres Lebens. Oh yeah. Komm, lass uns einfach gehen. Wir werden ein Leben davon zählen. Dies wird der Sommer unseres Lebens. Oh yeah. Kjell Landsberg, vielen Dank für tolle Jahre.
nicht so schwer, ist gar nicht so schwer. Wow! Und jetzt? Und jetzt wird's ein letztes Mal emotional. Liebe Magdeburger Handballfans, der Typ, den wir jetzt verabschieden müssen, ist auf jeden Fall einer, über den wir lange, lange und immer, immer wieder und nur Gutes sprechen werden. Menschlich eine Eins, im Tor, oft Weltklasse und auch wenn es nicht so lief, trotzdem immer nah ran und hat seinen Nebenmann und Mittorhüter unterstützt. Man versteht ihn manchmal nicht, weil er diesen süßen Dialekt hat, aber ich möchte, dass die Halle jetzt explodiert, weil wir verabschieden uns von Gary! Ach Gott, der sieht wunderschön aus, habe ich kurz verwechselt mit Kier Landsberg vorhin, war ganz knapp. Gary, das war ein schönes Spiel heute nochmal so als Abschluss. Hast du sehr, sehr gut gemacht und jeder, der das auch denkt, der macht nochmal ganz laut klatschen. Also der klatscht nochmal ganz laut, das war nämlich sehr schön. Wenn du dann demnächst mit Minden hierher kommst, da werden wir das ein oder andere Mal uns die Zähne ausbeißen und so wie jeder Spieler, der so gespielt hat in Magdeburg und der so als Sportsmann aufgetreten ist, wirst du hier begrüßt werden mit lautem Applaus, das ist ganz klar. Was wirst du an Magdeburg vermissen? Ja, diese Halle, diese Menschen, das gibt es nirgendwo. Das werde ich ganz sicher vermissen. Ja. Gibt es ein ganz spezielles Spiel oder ein ganz spezielles Ereignis, an das du dich immer und immer wieder hier zurückerinnern wirst, was du vielleicht auch als erstes, wenn man dich nach Magdeburg fragst, erzählst? Ui, das ist schwierig. In 5 Jahren waren viele Spiele da, aber dieses Jahr haben wir Höhe und Tiefe gehabt und die Höhe, ja, die bleiben am meisten in Erinnerung. Du sprichst auf Kiel an. Bitte? Du sprichst auf Kiel an. Ja, das war sehr schön. Gary, du hast gehört, wie die Leute dich heute gefeiert haben. Möchtest du noch irgendwas ganz Spezielles den Leuten jetzt sagen? Ich würde dir auch das Mikrofon in die Hand geben, obwohl man das nie machen darf. Ich würde sogar deinen Knirps halten so lange. Dann kannst du es in alle Richtungen sagen, wenn du möchtest. Ja, ich bin nicht ein Mann von 4 Worte, aber das waren 5 sehr schöne Jahre. Unsere 2 Kinder sind hier geboren. Es war wie unser Zuhause und ja, es war eine Ehre, um jedes Mal in so einer Halle mit diesen Menschen zu spielen. Das ist wirklich... Das ist klasse, mach weiter so. Er nimmt 2 Magdeburger Kinder mit
Und diesen Applaus, Gary Eilers! Liebe Magdeburger Handballfans, das ist die Verabschiedung. Ihr wisst, der Verein lädt jetzt ein. Vielen, vielen Dank für eine Saison, in der Sie trotzdem gekommen sind, immer, egal wie schwer es gewesen ist. Vielen Dank auch an alle Sponsoren und feiert jetzt schön. Auf Wiedersehen und sportfrei. Und dieses Lied, das nehmt ihr zum Nachhausefeiern mit nach Hause. Schönen Gruß von MDR Sachsen-Anhalt.